Mein Name ist Johannes Zauner und ich bin Arbeitskreisleiter beim Arbeitskreis Ackerbau. Das Besondere an einem Arbeitskreistreffen ist meiner Meinung nach der gegenseitige Austausch und vor allem, dass man auf einem Betrieb sich praktische Dinge gemeinsam ansieht, darüber diskutiert und gegebenenfalls eben Lösungen für seinen eigenen Betrieb findet und diese dann auch eben in der Praxis sieht und dann zu Hause umsetzen kann. Das Angebot beim Arbeitskreis Ackerbau umfasst eben 2 bis 3 Treffen pro Jahr in Form einer Feldbegehung bzw. einer Fachveranstaltung. Die kann eben auch während der Corona-Zeit online stattfinden. Und dann gibt es eben noch das Auswertungstreffen, wo die ausgewerteten Daten aus dem vergangenen Erntejahr miteinander verglichen werden und die Teilnehmer dann sehen, wie sie bei bestimmten Kulturen gerade dastehen, wie diese gelaufen sind im Vorjahr und dann können Sie auch sehen, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Stärken und anhand der anderen Betriebe sehen, wo ist bei denen etwas besser gelaufen, wo hat der eine oder andere Kosten eingespart und konnte sie woanders besser einsetzen. Zusätzlich gibt es noch das Angebot, dass es immer einen Newsletter bzw. einen Infodienst für die Mitglieder gibt, damit sie immer auf den neuesten Stand bei allen möglichen Ackerbauthemen sind. Grüß Henk, ich bin der Wachsnecker Robert, ich komme aus Erlauf. Wir haben einen Rindermostbetrieb mit Ackerbau und bin beim Ackerbau-Arbeitskreis Melk dabei. Ja, unsere Arbeitskreistreffen sind ganz ungezwungen. Wir kommen immer in der Saison zu verschiedenen Betrieben, schauen sie dort die Feldkulturen an. In der Wintersaison treffen wir uns auf der Bezirksbauernkammer zur Fortbildung. Und im Sommer treffen wir uns bei den Betrieben auf die Felder und schauen uns dort die diversen Kulturen an. Seitdem ich beim Arbeitskreis Ackerbau dabei bin, mache ich die Aufzeichnungen nicht mehr mit Zettel, sondern einfach über das Computerprogramm und habe dort die tagaktuellen Aufzeichnungen, die auch für Ammerkontrollen und für sowas wichtig sind. Die Teilnahme am Arbeitskreis ist, durch das, dass das so eine kleine Gruppe ist, eher sehr individuell. Und man kann da auch seine Sorgen und Probleme, die man im Betrieb im Ackerbau hat, auch da ziemlich gut erörtern.